Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Stadionvlog von mir. Heute bin ich auf dem Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Samstagabend Topspiel hier in der Bayer Arena, da seht ihr es. Ich bin richtig gehypt, meine lieben Freunde. Freunde, bevor das Video losgeht, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Meine lieben Freunde, was ist das denn bitte für ein geiles Graffiti von unseren Ultras? Ultras. Ich zeige euch gleich noch einen Spot. Das da hinten, also das in der Nähe vom Gästeblock. Und das ist auch ein richtig, richtig geiles Graffiti. Erstmal frage ich jetzt meinen Kollegen, der ist hier. Der will gerne seinen Tipp abgeben. Vorab, ich tippe heute, dass wir heute 3-1 gewinnen werden. Wir haben viele Verletzte und viele Ausfälle. Deswegen sage ich, das ist eine enge Partie. Wir werden 3-1 gewinnen. Aber Gladbach hat auch sehr viele Ausfälle. Jetzt fragen wir den lieben Kollegen, wie der das Spiel tippt. Dillo, Bro, was ist dein Tipp heute? Ich tippe heute 4-0 für Leverkusen. 4-0, sehr stark. Das sind deine Torschützen. Die Torschützen, ich glaube, Hofmann trifft heute gegen seinen Ex-Verein. Hofmann. Wirtz macht eins. Frimpong macht eins und Patrick schickt mal auch eins. Schick. Das Ding ist, Freunde, ich bin ja, also ich persönlich finde Hofmann, ich feiere den einfach nicht. Also in den ersten 5, 6 Spieltagen hat er, ich dachte, er wird geisteskrank. Also Hofmann richtig, also wird richtig explodieren bei Leverkusen, aber ab dem 6. Spieltag hat er so krass nachgelassen. Keine Ahnung, ich hoffe, Hofmann trifft heute wieder. Also der wird auf jeden Fall wieder Starter spielen, weil Aminati, ich persönlich finde Aminati besser als Hofmann. Aber mal gucken, also Alonso spielt ja Hofmann ja nicht umsonst. Der Typ war ja, glaube ich, in jedem Spiel bis jetzt immer in der Startelf. Also Alonso weiß ja, also wie der diese Mannschaft aufstellen muss. Ich hoffe einfach auf die 3 Punkte heute. Hier sind noch ungefähr 1,5 Stunden bis Spielbeginn. Ich gehe gleich auf jeden Fall was essen. Und ja. So, wir sind hier am Schießstand. Und ich will jetzt gucken, also der messt auf jeden Fall, wie stark dein Schuss ist. Ich bin jetzt ehrlich gespannt. Also mein Ziel ist es, auf jeden Fall einen über 100 zu schaffen. Also mindestens 100. Alles unter 100 ist respektlos. Freunde, bitte, was ist das für ein geiler und großer Graffiti? Bayern 04, Leverkusen. Hier ist Graffiti weiter, Leverkusen. Der Bayern 04, Leverkusen. Das UL-Logo, Ulrich, Haberland. Ey, das ist, was ist eine geisteskranke Graffiti, aber wie groß ist das auch bitte? Also es geht bis nach ganz hinten. Stadion seit, ich laufe da jetzt ein. Seit 1958 in der Farbenstadt. Das ist das Stadtlogo von Bayer Leverkusen. Stadtlogo von Bayer Leverkusen und am Rhein. Also wirklich eine geisteskranke Graffiti. Und da ist der Gladbach-Mannschaftsbus. Weil ich zu lange hier vom Stadion getrödelt habe, muss ich einfach wieder bei Mc's essen, weil ich wollte eigentlich Pizza essen gehen, aber die Pizzeria ist zu, also ich werde jetzt hingehen, wir sind 10 Minuten zu Fuß, 10 Minuten zurück, dann ist die Ticketschlange zu voll, ich muss 20 Minuten auf mein Essen machen, dann komme ich zu spät zum Spiel, ich gehe jetzt einfach bei Mc's kurz was essen, ist auch direkt am Stadion, egal. Wo dann Doppelpackmenü, direkt an der Bayer Arena mit dieser View, ist schon krass in Mc's, ne? Und ich war jetzt essen bei Mc's und was soll ich sagen? Ich bin jetzt voll, aber Mc ist eigentlich immer die letzte Option, wenn man halt nichts Besseres findet, kann man halt bei Mc's essen, ansonsten kann man Mc's vergessen. Ich gehe jetzt rein ins Stadion und ich guck mal, wie die Zwischenergebnisse in der Fußball-Bundesliga ausgegangen sind. Und die Leverkusener Spieler sind rausgekommen. Liebe Leute, liebe 3-1. Auch wenn es ein schwieriges Spiel wird, die werden ja heute 3-1. Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich, dass Radetzky auf der Bank ist. Die Kapje! Und die Spieler sind rausgekommen und das Stadion ist rappelvoll.
Gänseblock ist voll, der VIP-Block ist voll, die Nordkurve ist voll. Das ist ein geiles Spiel, meine lieben Freunde. Darum sind wir so gerne hier. Überlegen wir das Deutsche. Kommt los! Es wird auf jeden Fall 12 Minuten gespielt von beiden Seiten, also von den Gladbacher Ultras und auch von den Leverkusener Ultras, wegen den Investoren einstieg in die deutsche Fußballliga, weil, ja, weil es sich einfach nicht gehört, deswegen wird hier in den ersten 12 Minuten gespielt. Und Leverkusen mit dem Anstieg. Komm, auf ein gutes Spiel, meine lieben Freunde. Erste Chance nach 4 Minuten, es gibt die erste Ecke für Leverkusen. Das ist voll komisch so, wenn das komplette Stadion still ist, weil die Ultras machen jetzt, oder allgemein die normalen Fans haben ein bisschen Stimmung gemacht, dann wollten die Ultras, weil die haben direkt so Zeichen gemacht, dass wir aufhören sollen, Stimmung zu machen. 23. Spielminute. Unglaublich, aus 2 Metern schafft er es nicht, den Ball reinzuspielen. Mein Gott. Hey, Digga! Unglaublich, Mann. 27. Spiel. Die erste Halbzeit ist um, Halbzeitstand 0-0. Also was soll ich sagen, Leverkusen spielt an sich gut, aber die machen halt die Dinger nicht rein. Und wenn du halt die Dinger nicht reinmachst, wirst du halt irgendwann später das Tor kassieren. Also Gladbach ist, glaube ich, zweimal nach vorne gekommen. Die hatten auch relativ eine gute Chance, aber Kova war zur Stelle. Ich hoffe einfach, die zweite Halbzeit besser. Stimmung ist gut, also von beiden Seiten wirklich sehr, sehr gut. Nach den 12 Minuten, wo die geschwiegen haben, gegen den Investoren-Einstieg in der DFL, war die Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, die zweite Halbzeit geht jetzt jeden Augenblick weiter. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit, wir müssen hier gewinnen auf jeden Fall. Wir dürfen keine Punkte liegen lassen. Bayern hat letzte Woche gegen Bremen verloren und das war halt für uns so wichtig. Also wir dürfen einfach keine Punkte liegen mehr lassen bis zum Bayern-Spiel. Dann müssen wir gegen die Bayern gewinnen. Und dann sind wir zu 90% einfach durch. Ich hoffe einfach, die zweite Halbzeit wird besser auf 3 Punkte für Leverkusen. Und die zweite Halbzeit hat hiermit begonnen. Gladbach mit dem Anstoß.
Marien. Schieß! Nein! Das gibt's nicht. 56. Spielminute. Unglaublich, Mann. Das ist immer noch nicht 1-0 steht. Unglaublich. Nein! Das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt's nicht. Was geht denn hier heute ab, Mann? Ey, unglaublich! Warum schießt er denn nicht? Warum schießt er denn nicht? Ich check's nicht. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Kommt, Jungs! Ey, Bruder, der Tor von Gladbach ist echt stark. Wir bedanken uns bei 30.210 Zuschauern. Danke für eure Unterstützung. Alles lieb zu Hause. Aktion sein, bitte lieber Gott. Dreimal letzte Aktion. Dreimal nach in der Nachspielzeit, bitte. Alle guten Dinge sind frei. Gladbach spielt 90 Minuten hinten drin. Die standen 90 Minuten hinten drin. Unglaublich, Digga. Dass sie hier überhaupt einen Punkt holen können. Unglaublich. Ja, meine lieben Freunde, die Partie endet mit 0-0. Was soll ich sagen? Wenn du einfach die Dinger nicht machst, gewinnst du auch die Partie nicht. Aber das ist auch wirklich respektlos, was Gladbach da gemacht hat. Die standen wirklich 90 Minuten lang hinten drin. Ich habe wirklich keine Stimme mehr. Ich wirklich auch richtig ausgerastet bin. Ja, was soll man da noch sagen? Am Ende sehr unglücklich, dass wir hier nicht gewonnen haben. Aitekin hat auch meiner Meinung nach sehr schlecht gepfiffen heute. Also eigentlich mag ich Aitekin als Schiri. Der fällt auch eigentlich immer gut. Aber heute, was, wie der heute gepfiffen hat, ich katastrophal. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Woche auswärts in Darmstadt. Dann gibt es wieder 3 Punkte.